Und herzlich willkommen bei einer spontanen Aufnahme von dem Spiel Olympics Games, der offizielle Videogame von Tokio 2020. Ich begrüße euch erstmal herzlich zurück bei einer weiteren Folge mit einer wunderschönen Musik im Hintergrund, wie ihr schon hören könnt. Also ist gar nicht mal so schlecht. Also, wo ich vorhin gestern mal reingeschaut habe, habe ich gleich gesagt, oh cool, okay, davon muss ich auf jeden Fall mal ein Video machen. Der Grund liegt auch darin, weil die Demo ab dem 6.2.2020 leider wieder beendet wird. Habe ich überlegt, hey komm, machen wir mal lieber mal ein Video draus, weil eigentlich sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe ganz kurz mal reingeschaut und dann sofort wieder beendet, weil ich habe gesagt, okay, da muss ich auf jeden Fall ein Video machen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und hey, jetzt sind wir jetzt endlich dabei. Und ja, herzlich willkommen erstmal bei den Olympic Games, der offizielle Videogame Tokio 2020. Mein Name ist Christian Ehrliche 3000 und ich würde sagen, wir checken einfach mal rein und schauen, was das Spiel uns hier erwartet. Es ist nur eine Demo, die dritte insgesamt. Die ersten zwei habe ich leider verpasst, aber ich denke mal, mit der dritten Demo haben wir ein bisschen mal einen kleinen Eindruck, was das Spiel überhaupt mitbringt. Ob es was für mich ist, ob es was für euch ist, wenn ihr es gerne auf meinem Kanal sehen wollt. Weil in 173 Tagen geht's los. Und würde ich sagen, dann drücken wir einfach mal X und schauen, was uns das Spiel hier mit sich bringt. Entschuldigung, ich habe ein bisschen einen leichten Kratzen im Hals. Ja, hier am Anfang können wir erstmal auswählen, welche Region wir überhaupt sind. Wir nehmen natürlich erstmal Deutschland. Deutschland! So. Ja, wir können auch andere, also es gibt hier einige Nationen, die man auswählen kann, für jeden etwas dabei, der aus allen Ländern hier geboren ist, etc. Wir hätten auch Japan nehmen, aber naja, wir nehmen einfach mal die europäische Mannschaft, soll ich gerade sagen, oder die europäische Nationalität. Nein, wir gehen natürlich auf Deutsch. Und jetzt können wir natürlich unseren eigenen Charakter erstellen. Wir haben hier zwischen Frau, einen männlichen und einen weiblichen Charakter. Das hat mich schon am Anfang schon ein bisschen gefixt. So sage ich, hey, was? Olympic Games Spiele mit Charakterauswahl und Charaktereditor? Ich halte es im Kopf nicht aus. Wir nehmen natürlich die weibliche Form. Und ja, wir können auf Quick Edit gehen, also auf Deutsch schnelles Erstellen oder auf detaillierte Edit. Und wir gehen natürlich auf detailliertes Editor, weil wir wollen ja gucken, was das Spiel alles sich mit sich bringt und was wir für Möglichkeiten haben. Wir gehen erstmal auf Style, ja, das war erstmal die Frau natürlich. Dann Frisky, das ist dann im Endeffekt der Körperbau. Wir können ja so spielen oder... Wir nehmen natürlich die hier erstmal, aber wir können die noch perfektionieren, Leute. Mit Muskelbau etc. Und wir nehmen erstmal, würde ich sagen, wir machen sie erstmal ein bisschen größer. Körperbau ein bisschen schlanker, würde ich sagen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und boah, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Dann können wir hier Gesichtseinstellungen machen, wie Kopfform. Haarstyle, Augenbrauen, aber wir gehen erstmal eins nach dem anderen durch. Mal gucken, was es für schöne Haartypen es gibt. Wie man sehen kann, es gibt einige. Sogar Geisha-Dings brauchen wir eigentlich nicht. Ich bin eher der Typ, wie man sehen kann, jetzt hier die männlichen Sachen ab der Hälfte und dann geht es dann weiter mit anderen Sachen. Auf jeden Fall nehmen wir was Längeres. Das sieht eigentlich mal gar nicht mal so schlecht aus. Klar. Vielleicht kann man auch einen Mann machen oder sowas, aber ich bin... Oh, das sieht doch süß aus, oder Leute? Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal das. Flip her. Ah, kann man die Seite wechseln sogar. Interessant. Aber halt, wo war das jetzt? Das da? Nee. Hä, wo ist jetzt das Ding hin? Verdammt, da. So, dann kann man hier... einstellen, welche Richtung das ist, aber das macht ja nicht so viel aus. Haarcolor, nehmen wir mal ganz was ganz Ausgefallenes. So, gehen wir wieder zurück. Dann Augenbrauen können wir ändern, wir nehmen natürlich dünne am besten, weil das macht am meisten Sinn. Eyebrow Color, ja komm, sie hat ja Haare geändert, nehmen wir mal schwarz. So.
Customize. Ach du Scheiße, Leute. Also da tue ich jetzt nicht direkt eingehen, aber wir sehen, dass man schon hier einige Einstellmöglichkeiten hat. Das ist schon mal sehr interessant. Machen wir das hier besser. So. Und ja, Augen. Können wir auch die Augenform ändern. Check mal ganz kurz, was wir hier so Schönes haben. Das sieht schon mal interessant aus. Das lassen wir mal gleich mal angeklickt. Also es gibt hier einiges eins zu eins zu stellen. Sogar wieder auch die Position, welche Richtung etc. Also für jeden, der gerne einen Charaktereditor mag, ist das auf jeden Fall schon mal sehr gut. Die Nase lassen wir jetzt einfach mal. Die sieht eigentlich ganz knuffig aus. Facebook kann man auch noch hier das noch ändern. Ach du Scheiße. Das ist ja echt übel, Leute. Also ganz schön viel. Ja, so. Lassen wir das einfach mal so. Wie gesagt, wir bleiben einfach mal dabei. Narben, das hat Dings, ja, Augen. Gläser. Was brauche ich? Gläser. Ne, das lassen wir mal weg. Ein Bart brauchen wir auch nicht. Pflaster. Oder so eine Einstellung. Ja, genau. Gott. Okay. Also einiges hier möglich. Wir werden jetzt nicht alles hier checken. Noch den Mund, würde ich sagen. Lip Color. So. Wir machen es einfach mal so, einfach spontan, so einfach mal gucken, was es so Interessantes gibt. Hier. Gibt es auch noch was Dünneres? Ja, bleiben wir einfach beim Standard, würde ich sagen. Ich denke, wenn ihr die Demo selber runterladen könnt, könnt ihr euch gerne selber mal dieses informieren. Push the Pit. Okay, lassen wir das einfach mal so. Wir können dann auch hier noch die auf Speed aufbauen, auf Power oder auf Technik. Wir bleiben mal bei Speed einfach mal, weil ich weiß nicht, was es hier für Sachen gibt. Wir können dann hier auch noch die Einstellungen machen. Hier können wir schon mal reinschnuppern, was es eigentlich hier alles. Es gibt Boxing, Judo, Table Tennis, Tennis, Basketball, Baseball, Football und so Beachvolleyball und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, gehen wir auf Finish. Leider, was mich jetzt hier ein bisschen stört, ist der Körperbau. Ja, schon wieder die Farbe. Ja, Brustumfang kann man hier leider anscheinend nicht ändern. Schade. Aber geht das hier? Nee. Schade. Okay. Also, dann bleiben wir einfach so dabei. Wir lassen es einfach so, wie es ist jetzt. Und sage ich einfach mal, let's go. Und schauen, was hier uns erwartet. So. Olympic Games. Join the Friends. Können wir auch Leute einladen. Wir können hier rennen. Made Data Practice, also Training, aber wir gehen einfach direkt rein und schauen, was uns hier erwartet. Schwimmen gibt's auch, habe ich gerade gesehen. Ein Spieler natürlich. Ja. One Player. Mal gucken, ob das jetzt wirklich komplett nur auf Judo ist, Dings Multiplayer ist, sondern ja. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal den 110 Meter Lauf. Und ja. Let's go, how to do play. So. Okay, die Info ist ausgeschaltet noch. Aber naja, egal. So. Ah ja, bevor ich es vergesse, oh Gott, hab ich total vergessen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. So, mit X tut man dann Z machen. Bei Go. Und dann können wir losrennen. Okay. Mit X springt man dann, ab einem gewissen Punkt kann man dann hier einen gewissen Sprung machen oder Speed halt. Muss ich erstmal gucken. Wir werden es erstmal ausprobieren, wie gesagt. Und springen ist dann linker Stick nach vorne. Okay. Dann würde ich sagen, confirm. Let's go. Probieren wir die erste Runde. Mal gucken, wie hier uns schlagen. Es wird wahrscheinlich Katastrophe sein. Aber naja. Next. So, wo sind wir? Ach, da sind wir, da stehen wir. In der Mitte. Portugal.
Rookie, na toll. Bin ich jetzt mal echt gespannt, wie das Spiel ist. Set. Go. Okay. Jetzt drücken. Ah, verdammt. Ah, fünfter. Ernst jetzt, ja? Wir haben auf jeden Fall einen neuen Rekord aufgelegt und das ist schon mal wenigstens etwas. Dann würde ich sagen, dann probieren wir es gleich nochmal, weil die ganz, ganz links, die Dame oder keine Ahnung, wer das war, die hat auf jeden Fall uns gleich mal abgezogen. Sauerei. Wiederholung, Replay. Gucken wir mal, wie wir verkackt haben. Der Start war eigentlich gut eigentlich. Die Animationen sehen manchmal ein bisschen komisch aus, sehe ich gerade. Aber ich denke mal, Gott, was geht mit dem da ab? Wir sind im Heiland, zack, ey. Okay. Aha. Okay. Okay, wir haben Punkte bekommen, 100 Stück. Gehen wir wieder auf Select Event. Probieren wir es einfach nochmal. Wir müssen ein bisschen lernen. Und das kriegen wir dann schon auf die Reihe, würde ich sagen. Wenn ihr euch fragt, wo es diese Demo gibt, im japanischen Store. Leider. So, würde ich sagen, let's go auf ein neues. Kann man es irgendwie überspringen? Gott, wie sieht denn der aus? Der zweite da von links. Der Vogel? So. Und ah, verdammt, zweiter nur wieder oder dritter World Points, hab keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt besser gelaufen, ohne Probleme, würde ich sagen. Dann bleiben wir einfach mal so dabei und dann checken wir mal die anderen, anderen Sachen. New Records, weiter natürlich, super. Ich habe vorhin gar nicht gesehen, was es gab. Adventure to the Finals, okay. Dann machen wir noch eine Runde anscheinend. L2, für das Set, L2, hold. Okay. Aha, neue Info bekommen. Wer der Dritte? Minimum, okay. Puh, Pan ist vor, auf dem ersten Platz anscheinend. Ach du Scheiße, okay. Pan von Dragon Ball? Was macht die hier? Russian Federation. So. Auf ein neues. Letzte Runde hier. Ups. Verdammt, verkackt. Das war scheiße. Ah, das ist nicht mehr schaffen. Sechster, verdammt. Okay, ich hab's verkackt am Anfang. Ich hab zu spät gedrückt bei Set. Zu früh, dass ich damit im Endeffekt, ja. Kacke war. Das war definitiv kacke. Also. Gehen wir nochmal auf Set, Select Event. Würde ich sagen. Schauen wir uns mal was anderes an. Die Qualifikation haben wir jetzt nicht erreicht. Aber egal. Da würde ich jetzt sagen, gehen wir auf Judo. Was gibt es denn hier noch? Da gibt es noch einiges. Judo. Okay. Ja, da würde ich sagen, dann probieren wir Judo und danach Wassersport. Und dann ja, war es das erstmal mit der Demo. Eigentlich im Endeffekt, was wir ein bisschen Eindruck haben. Was es noch für alle Sport-Events gibt. Wie gesagt, Basketball, Baseball, keine Ahnung warum. Und ja, Boxen. Scheint aber auf jeden Fall interessant zu sein. So, mit X tut man zupacken. Oder mit Crab, mit Kreis dann. Okay. So,
So, und dann X-Button, Meshing, wer als erstes hat. Genau. Okay. Oder man kann ihn auch raus gleich werfen. Okay, L1 ist Kontern, so wie es aussieht. Ja. Und L1 ist Spezial. Ach du Scheiße. Gott, okay, aber das 4 versus 4 Matches, okay. Okay, dann würde ich sagen, gegen Kroatien fangen wir als erstes an. Checken wir mal. Ob man sich dann hier auch ein eigenes Team erstellen kann, das wäre ja auch nicht schlecht. So, gegen Rookie. Okay, scheint auch eine neue zu sein. Germany. The Rookie. Okay. Eine Pose hätte ich mal machen können. So, okay, dann gucken wir erstmal die beiden an. Oder muss ich das selber spüren? Und. Nice. Okay. War ja gar nicht so schwer bis jetzt, ja. Mal gucken, was uns als nächstes ankommt. So, 4 Runden müssen wir gewinnen, okay. Okay, nur dann. Das scheint wohl ein einfacher Sport zu sein. Oh, jetzt komme ich dran. Oi, ich habe meine Charaktere. Ob man dann hier noch aufleveln kann, das wäre ja auch nicht schlecht. Weißt du, ein bisschen so skillbasiert. Weil dann irgendwie so hochwerten oder sowas. Okay. Ich lege euch alle auf die Matte. You win. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben 3 Punkte. Oh Gott, wie sieht der auf der rechten Seite aus? Geh mal in die Sonne, mein Freund. Das ist ja schlimm. So. War ja gar nicht so verkehrt. So. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Judo. Also bis jetzt musste ich noch nicht kontern. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Mal gucken, wie die nächste Runde abläuft. Das wird ja immer schwieriger, glaube ich. Und ja. So, vor dem Final gibt es jetzt noch eine Runde gegen Dänemark. Okay. Wir überspringen das mal. Weil so, der schon wieder. Okay. Krieg mal hin. Oh, das merkt man schon. Oh, die hat gekontert. Sauerei. Das kriegen wir nochmal. Definitiv. Was? Oh, verdammt. Ich muss im gewissen Bereich bleiben, okay. Nicht gut. So. Hammer. You win. Hartmann. So. Ja, komm her. Ich krieg dich. Nein, das war zu viel. Verdammt. Okay. Stamina ist bei ihm down. Das verstehe ich nicht. Hä? Ich musste rechts oder links? Hä? Hä? Verwirrt. Komisch. Ah, darf vielleicht wahrscheinlich nur auf das eine dann gehen. Okay. Es kommt meine dran. Okay. Komm her. Mach dich fertig. Ja. Zweiter Sieg. So, letzte Runde. Also jetzt muss ich gewinnen. Und wenn ich nicht gewinne, oh Gott, mit dem bleichen Typ.
Oh, verdammt. Nicht gut. Nicht gut. Aha. Das muss ich so ganz verstehen, aber... Oh, verdammt, ich habe keine Stamina mehr. Nicht gut. Komm schon! Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Was muss ich denn machen, um das zu kontern? Ich habe keine Ahnung. Nein. Scheiße. Ach komm, ey. Okay, 2-2. Es muss jetzt ein Final Match geben. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich komme wieder dran. Okay. So. Extra Match. Okay, wird ein harter Kampf gerade. Ich hab geblockt. Habt ihr das gesehen? Ich hab geblockt. Und... Bam. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben 3 Punkte. Und die haben gewonnen. Ah, ja. Super. So. Jetzt gehen wir ins Finale. Und nach dem Finale gibt es das Wassersport dann. Ah, Wassersport, das ist immer schön feuchte Angelegenheit. Normal. Da bin ich mal echt gespannt. Nippon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ich glaube nicht, weil es war jetzt schon ein bisschen anstrengend. Das ist immer so eine Herausforderung fürs erste Mal. Und wenn das jetzt noch eine Schippe draufgelegt wird, dann... Oh, da fehlt mir hier wirklich die Power gegen Heroes. Na toll, gegen Rookie. Okay. Vargas. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen, welche Nationale. Ja. Espanol, achso. Komm schon! Und Hammer! Ja, der Balken ist irgendwie ein bisschen komisch gemacht irgendwie. Also ich drück, aber ist das Feedback am Ende dann immer so noch ein Schlag nach vorne oder so, das ist immer schwer einzuschätzen, in welche Richtung man da wirklich geht. Das ist noch ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Da wirklich einzuschätzen, ob das wirklich ein Random ist. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Was? Wie kann ich das kontern? Wenn er mich packen tut, muss ich doch irgendwie... Wow. Okay, Autos muss es einfach aushalten. Also. Ah, niemand. Okay. Ich habe keine Stamina mehr. Das ist schlecht. Okay, wie kriege ich wieder Stamina voll? Nein. Okay. Das ist schwierig. Wenn einer mehr Power hat, dann hat man es sehr schwer als Leichtathlet, sag ich mal so. Okay, Martin. Nee. Ah, ich hab dich als erstes. Ach, das war wieder klar. Das ist nicht funktioniert. Bleib im grauen Bereich. Nix da. Nein. Im grauen Bereich bleiben. Nein. Verdammt. Damit wusste ich doch, dass es hier schwierig wird. Merkt ihr das wieder unter Schwierigkeitsgrad angeht? So, das haben wir beide gekannt. Ja, ey, ich habe als erstes gepackt. Oh Gott, okay. Also wenn Stamina down ist, dann ja, haben wir gute Chancen, ja, direkten Angriff zu machen. So, letzte Runde. Das passt mir ganz ehrlich gar nicht. Ich muss gewinnen. Ich will gewinnen. Gewinnen. Nein. Oh, verdammt. Shit. Wegen Wizard. Ja, und. Hammer. Wizard Ari.
Okay, jetzt, das ist bloß halb. Halb gewonnen, statt ganz gewonnen. So, machen wir das nochmal. Ah, komm ey. Das ist der letzte Punkt, das ist echt... Zurück. Abgewehrt. Du hast keine Stamina mehr. Halten, halten. Okay, jetzt geht's aufs Ganze. Und gewonnen. You win, der Schmidt. Und wir haben ganz gewonnen. Yeah, Judo. Ich hätte es nicht gedacht jetzt. Wahnsinn. Wir haben Judo gewonnen. Freu dich, du bleiches Gesicht da drüben. Mal ein bisschen... Wow. Wahnsinn. Was für eine Aktion. So. Alles klar. Wir haben gewonnen. Yay. Yeah, auf dem ersten Platz. Ach, okay, das Team 1 gegen 1. Deutschland! Nice. Oh Gott, gleich 2000. Boah, wow, hallo, meine Freunde. Da frage ich mich, was man mit den Punkten machen kann. Bin echt gespannt. Aber bevor wir das machen, gehen wir noch schnell in 200 Meter schwimmen. Und mal schauen, wie sich das auswirken tut. Was uns hier erwartet, was für Tastenkombinationen oder was für, ja, wie wir das regeln. So, Take für Go ist auf jeden Fall wieder auch wieder X. Okay, dann Left and Right. Achso, wir müssen die Bewegung machen. Ach du Scheiße, schnelles Schwimmen oder Grau schwimmen. Ach du Scheiße. Muss ich genau gucken, hoch, runter, hoch, runter. Okay, ich hoffe, es wird mir mittendrin noch angezeigt, sonst kriege ich echt Probleme. Okay. So, dann muss ich auch noch auf meine Energie achten. Ach du meine Fresse. Okay, dann hier unten abstoßen. Hoffe, das geht automatisch. Und dann probieren wir es jetzt einfach mal. Ach du Kacke. Okay. Ich würde sagen, let's go. Lass uns das Scheitern beginnen. Und mal gucken. Angola, ja. Prodigy. Also Angola, also Assistiv. Rookie. Okay. Take your marks. Okay. Halt, halt so. Okay. Wir müssen aufpassen auf die Energie. Okay. Müssen aufpassen auf die Energie. Das nicht zu viel. Ein bisschen ausdauern. Okay, was kommt jetzt dran? Ach Gott, das ist ja schwierig. Leute, wie soll ich das denn einplanen? Das ist ja doof gemacht irgendwie. Wie soll ich denn das denn... Ey, so viel Energie habe ich nicht mal, Leute. Also das ist ja schon... Der letzte Ankommen. Oh mein Gott. Und sie freut sich auch noch. Ja, für einen neuen Rekord, aber toll. Alle anderen sind schon längst da. Lol. Okay, das wird auf jeden Fall nichts. Am Anfang dachte ich, ey, cool. Sieht ja richtig klasse aus. Und dann, je weiter man kommt, desto katastrophaler wird's.
Weil irgendwie muss ich gucken, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Okay. Wir sagen, ja, komm, ziehen wir das einfach nochmal schnell durch hier. Mal gucken, was wir am Ende rauskriegen für einen Platz. Wird wahrscheinlich der letzte so oder so sein, weil irgendwie mit der Ausdauer ist es irgendwie komisch. Bin da echt gespannt, ob man da irgendwie was aufskillen kann, weil sonst wird es echt schwierig, wenn man dauernd nur auf dieser Ebene bleibt. Weil, ja. So. Take your marks. Nee, halt andersrum. Das vielleicht langsam machen. Und dann hier mal ein bisschen schneller. Kommt immer auf die Bewegung drauf an, anscheinend. Wie wir das anstellen. Schneller. Vierter. Gib mal ein bisschen Gas. Machst du mal zweiter. Na toll. Okay. Siehste, ja, man kommt hinterher. Mal gucken. Yes. Finde ich, bin sogar Erster. Oh mein Gott. Aber wir haben es richtig gut auskoordiniert, um das am Ende dann doch gut auszählen zu lassen. Wir haben den ersten Platz erreicht. Erster, Achte und dann der Zweite auf jeden Fall auf den ersten Platz. New Record natürlich auch dazu geholt. Und da würde ich sagen, gehen wir ins Finale und gucken, ob wir es diesmal auch wieder so gut hinbekommen, weil, ja, diesmal müssen wir aber später das Set drücken. Das ist dann ein bisschen... So. Okay, wir sind auf den vierten Platz hochgestiegen. Und dann mal gucken. So. Take your marks. Gib mal ein bisschen Gas, um ein bisschen Vorsprung rauszuholen. So, aber das nächste brauchen wir nicht so viel. So. Perfekt. Halt, anders will. Okay. Anstrengend. Okay. Ausdauer. Nein! Oh, scheiße Idee. Fuck off. Das am Ende hätte ich ein bisschen besser machen können. Definitiv. Es ist immer schwer, allerdings hier alles hinzukriegen. So. Das war's dann wohl. Wir haben das auch nicht abgeschlossen. Und dann gehen wir raus. Und ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit den Olympic Games. Es gibt dann noch bestimmt noch andere Sachen. Mal gucken. Wir haben hier Punkte eingesammelt. Okay, was haben wir denn hier? Also, wir haben noch Tennis gibt's hier. Dann 100 Meter Lauf. Dann 100 Meter Freestyle Schwimmen. Hammer werfen. Basketball. Okay. Baseball.
Tablet-Tennis, also Tischtennis, Fußball, Longjump, also, oder ja, Weitsprung sozusagen, Rugby, BMX gibt es sogar auch, wow, okay. Dann Volleyball und Boxen natürlich und alles andere kommt dann im Februar hier, gibt es noch mehr anscheinend. Gibt es noch mehr, Hard, Extreme, Normal, also kann man alles schön alles einstellen. Interessant. Also, okay. Man kann sogar Outfits machen später, auch nicht schlecht. Wir gehen mal einfach auf My Daten, so Tipps und Large. Okay, wir können auch die Sprache ändern. Okay, wie, es gibt momentan Englisch und alle anderen Sprachen. So. Gute Erklärung, Leute. Ja. So, jetzt bin ich mal ganz kurz gespannt. Ich will mal kurz hier mal kurz reingucken, was eigentlich das mit den Punkten auf sich hat. Ob wir die überhaupt verwenden können. Sport. Nee. Titel Rookie. Ja, okay, Rookie, bleiben wir einfach mal dabei. Wir können dann nochmal hier umändern, aber das wollen wir eigentlich nicht. Also sonst gibt es eigentlich nicht hier. Ja, was mit den Punkten auf sich hat, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich sehe hier noch nichts, was in diese Richtung geht. Und dann würde ich sagen, war es das hier erstmal mit ja, den Tokyo Olympic Games. Tokio 2020 mit der wunderschönen Musik mal wieder. Und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit mit dem kleinen Demo-Eindruck. Es bleibt ein einmaliges Video hier erstmal von der Demo, weil bis zum 6. werde ich kein weiteres machen. Wir haben jetzt alles gesehen von der Demo. Wenn noch eine weitere rauskommen sollte, weil es sind ja nur noch 173 Tage bis Days to go, im Endeffekt. Vielleicht kommt dann noch eine weitere Demo. Ich tue mich mal umschauen, wenn ich es nicht verpassen sollte. Und wenn doch, dann tut es mir leid. Aber wie gesagt, wir haben hier einen kleinen Eindruck mitbekommen. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Macht für mich jetzt auch ein bisschen Spaß sogar schon jetzt. Mein Ersteindruck, grafikmäßig sieht es auch nicht schlecht aus. Klar, ich meine, die Charaktere sehen aus wie ein bisschen aus. Eine verbesserte Form wie bei die Wii. Die Charaktere da, wie die heißen, keine Ahnung. Aber hey, macht einen guten Eindruck für zwischendurch, macht auf jeden Fall schön, ein schönes Sportspiel mit vielen verschiedenen verschiedenen Sportarten, sage ich mal so jetzt. Und bin auf jeden Fall mal gespannt drauf, wenn das Spiel rauskommt, ob das auch in Deutschland erscheint, das werden wir dann auf jeden Fall rausfinden. Und somit, ja, lasst einfach mal ein Like da, ein Kommi und ein Feedback. Würde mich freuen, denn Support ist kein Mod. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Video halt, ne? Bei irgendeinem. Mal gucken. Also dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer ChristianAngel3000 mit dem Eindruck von den Olympic Games Tokyo 2020, der offizielle Videogame. Haut rein und wiederschauen. Reinkommen. Ciao.